Ihr Lieben, können wir Jesus mal ein richtiger Stuttgarter, mächtiger Applaus dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren geben? Wow, Gott ist so gut. Amen. Oh, er ist so ein herrlicher Gott. Wir sind so froh, dass er hier ist mit seiner Kraft und seiner Präsenz. Und ich würde gern zu Anfang noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen her, dass du hier bist mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Kraft, mit deiner Präsenz, Herr Vater. Wir danken dir und wir beten, dass du jetzt alle Augen auf dich allein richtest. Unseren Retter, unser bester Freund, der König der Könige, der Herr aller Herren. Und Heiliger Geist, komm jetzt, berühr du jeden Einzelnen, Herr, sprich zu jedem Einzelnen, Herr Vater, tu das, was du versprochen hast, Vater, auch schon im Vorfeld. Danke, Vater, dass heute Schlösser aufgehen werden, Herr. Danke, dass deine Engelsheere auch heute ausgesandt werden an dem Dienst der Heiligen. Vater, und wir beten, wenn irgendjemand hier ist, der dich persönlich noch nicht kennt, dass er dir begegnet in deiner Liebe, in deiner Kraft, in Jesu Namen. Amen. Amen, ihr Lieben. Lieben, wir haben heute ein ganz heißes Thema, und zwar geht es um Proklamationen, die dein Leben unendlich bereichern. Und heute Morgen nach dem ersten Gottesdienst hat jemand gesagt, ich gehe jetzt mit einem ganzen Sack goldener Schlüssel voller Proklamationen jetzt nach Hause. Vielen Dank. Und warum rede ich über das Thema jetzt heute Morgen? Und zwar im Vorfeld, am Mittwoch, ich saß bei mir, bei uns im Esszimmer in Pforzheim, das ist auch das Arbeitszimmer, das Flexible, und auf einmal kommt der Heilige Geist so stark. Und wenn Gottes Präsenz kommt, mir drückt es dann immer die Tränen in die Augen. Und Gott sagt, ich möchte heute Vormittag und heute Nachmittag zwei Dinge tun. Das Erste, ich habe gesehen, wie im Himmel ein Tor aufgeht und wie Himmelsheere, Engelsheere, Vater, ausgesandt werden heute. Am Dienst der Heiligen, Hebräer 1 können wir das lesen, dass die Engel sind dienstbare Geister, die dienen denjenigen, die das Heil erben sollen. Also alle, die wo hier sind, alle, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben. Und das Zweite, ich sehe auf einmal, wie goldene Schlüssel vom Himmel fallen. Und du sollst heute ein goldenes Schlüssel oder vielleicht sogar mehrere goldene Schlüssel bekommen von Gott. Und diese Schlüssel sind diese Proklamationen, über die wir gleich sprechen werden. Und du hast Herausforderungen in deinem Leben, du hast Probleme in deinem Leben. Manche Dinge sind ganz neu, manche Dinge sind schon alt, du kämpfst schon viele Jahre damit. Und Gott möchte dir heute einen Schlüssel geben, damit du diese Dinge knacken kannst. Und diesen Schlüssel, den musst du auch anwenden, da werden wir gleich drüber reden. Und vor einigen Wochen, einigen Monaten ging mir selber so, in der stille Zeit sagt Gott auf einmal, wieso proklamierst du nicht? Wieso nimmst du nicht die Proklamationen, die es gibt und proklamierst über dir, deiner Familie, deiner Region? Und ich dachte, Mann, ich mache doch eigentlich, also ich bete, ich mache stille Zeit und so weiter. Und Gott sagt, nee, du musst proklamieren. Und dann haben wir angefangen als Familie und solche Proklamationen, wir werden gleich welche durchnehmen, aufzuschreiben, habe angefangen zu proklamieren, allein und als Familie und ihr Lieben. Und dann hat es angefangen, dass Dinge passiert sind, dass Türen aufgegangen sind im Inland, im Ausland, materiell, finanziell, in Beziehungen, Dinge passiert sind. Und ich war echt bloß noch am Staunen, was Gott auf einmal tut durch diese Proklamationen. Und ich möchte heute Morgen über dieses Thema sprechen. Wir wissen, es gibt verschiedene Arten von Gebet. 1. Timotheus 2, Vers 1, schreibt Paulus an Timotheus, sagt, ich ermahne nun, dass vor allen Dingen getan werden, Gebete, Flehen, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für die Obrigkeit, für die Hoheit, für die Regierung, dass ihr gutes, stilles Leben führen mögt. Okay, Gebete, Fürbitte, Danksagung, Flehen für alle Menschen, das machen wir ja. Aber da gibt es noch was, Proklamationen. Und jetzt fragst du dich, ja, was ist denn eine Proklamation? Und ich habe mal geschaut bei Wikipedia, wie ist das eigentlich definiert. Und es kommt von diesem lateinischen Wort proclamare, dieses laute Ausrufen, dieses öffentliche Ausrufen, dieses Bekanntmachen oder auch eine öffentliche Erklärung oder im Französischen Proklamation, Verkündigung. Und ich dachte, das ist interessant. Okay, also ich tue, was proklamiere, ich spreche etwas aus in der sichtbaren Welt, das hat Auswirkungen auf die unsichtbare Welt und es hat dann wiederum Auswirkungen auf die sichtbare Welt. Und am 1. Januar 1806 gab es so eine Proklamation in unserem Nachbarland in Bayern. Und zwar ist da eine Proklamation gemacht worden, dass ein König Maximilius der Erste Josef zum König über Bayern ernannt wird. Und da ist eine Proklamation gemacht worden.
Interessanterweise, vier Jahre später, 1810, da wollte jemand heiraten, und hat gesagt, komm, wir machen Pferderennen und so weiter. Und auf einmal ist dann das Oktoberfest in München entstanden. Und jedes Jahr wird da eine öffentliche Proklamation gemacht. Da kommt dann am ersten Tag der Oberbürgermeister, der hat so einen großen Hammer in der Hand, einen Wasserhahn, und dann haut er in das Fass rein. Und dann sagt er ganz laut, und die Weltkameras sind alle auf ihn gerichtet, sagt er ganz laut, oh, zapft ist. Das kennt ihr vielleicht. Jetzt ein Wort an uns Männer, die Frauen müssen jetzt weghören. Ich hoffe, wenn du freitags nach einer stressigen Arbeitswoche nach Hause kommst, dass du nicht dein 20 Liter Bier fast nimmst, auf dein Balkon, Terrasse, Wohnzimmer stellst, der Hammer nimmst und sagst, oh, zapft ist. Also wenn das deine Proklamation der Woche ist, dann habe ich dir einen Tipp. Kommst anschließend zur Seelsorge oder schreibst jetzt seelsorge@gospelforum.de. Wir geben dir die richtige Proklamation. Amen. Und ihr Lieben, Gott will, dass wir ganz neu lernen, zu proklamieren aus einer Position heraus. Nicht als arme Sünder, die irgendwie gerade so in den Himmel kommen, sondern aus diesem Stand der Gotteskindschaft, aus diesem Stand der Sohnschaft. Ihr müsst euch mal vorstellen, im 1. Korinther 6, da heißt es mal, du wirst Engel richten. Es wird der Tag kommen, wo Gott sagt, so jetzt wirst du Engel richten. Im 1. Petrus 2, da heißt es mal, ihr seid eine heilige, eine königliche Priesterschaft. Ihr seid ein heiliges Volk, Besitztum des Vaters. Du bist nicht irgendwie so ein Hempfli-Bempfli, sondern du hast eine richtige, starke, große Stand vor Gott. Und aus diesem Stand heraus möchte Gott, dass du eine Proklamation, dass du Proklamationen machst. Aus dem Sichtbare ins Unsichtbare. Und es wird wiederum ganz starke Auswirkungen haben auf das Sichtbare. Und diese Proklamationen, die du machst, das sind Worte des Lebens, Worte der Kraft. Man könnte das auch lesen in den Sprüche 18, da heißt es mal, aus unserem Mund kommt Tod oder Leben und wir essen von der Frucht unseres Mundes. Das heißt, wenn du diese Worte des Lebens proklamierst, Gottes Wort proklamierst, da wird Leben freigesetzt und du wirst von dieser Frucht auch essen. Und es ist so was Starkes, wo Gott will, dass wir ganz neu lernen, diesen Stand einzunehmen und es auszusprechen und es zu proklamieren. Im Römer 4 können wir diese Geschichte lesen von Abraham. Gott hat Abraham über Vater vieler Nationen gesetzt. Und dann heißt es über Abraham, der dem glaubte, der die Toten lebendig macht und der das Nichtseiende in Existenz ruft. Wenn du anfangen wirst zu proklamieren, diese Proklamation regelmäßig zu machen, du wirst sehen, wie das Nichtseiende in Existenz kommt, auch in deinem Leben. Wie übernatürliche Dinge passieren, wie Wunder passieren, wo Türen aufgehen, wo du jahrelang gedacht hast, da wird sich nichts tun. Menschlich gesehen ist das unmöglich und du wirst erleben, wie da auf einmal Durchbrüche geschehen und ganz, ganz starke Sachen passieren. Und ich möchte euch jetzt da mal mit reinnehmen, einfach, wie machen wir das denn praktisch? Wie können wir die Proklamationen aussprechen? Ich habe jetzt mal verschiedene Proklamationen hier dabei. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Du kannst auch, Gott kann dir zeigen, welches Wort, welche Verheißung du brauchst, welche Worte du proklamieren sollst. Und ich glaube, Gott wird auch während diesem Gottesdienst dir deinen persönlichen, geistlichen, goldenen Schlüssel geben, den du anwenden sollst, damit du auch da in diesem Bereich Durchbruch erlebst. Die erste Proklamation, ich glaube und bekenne, falsche Blatt. Ich glaube und bekenne, dass ich die Person bin, die Gott sehr, sehr liebt. Können wir das mal alle proklamieren? Ich glaube und bekenne, dass ich die Person bin, die Gott sehr, sehr liebt. Ihr Lieben, im 1. Johannes 4, 16, da heißt es mal, wir haben erkannt und geglaubt, dass Gott Liebe ist. Und Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und jetzt sagst du, ja, das weiß ich, dass Gott mich liebt. Ihr Lieben, das ist ein Unterschied, ob du es weißt in deinem Kopf oder ob du es weißt tief in deinem Herzen. Dass wenn die Stürme da sind in deinem Leben, wenn vielleicht irgendwelche Herausforderungen da sind, dass du weißt, Gott liebt mich so sehr. Oder du wirst in Situationen reingeführt und es siehst du vor allem in der Situation den liebenden Vater. Oder irgendwelche Dinge, die laufen nicht so, wie du es gern hättest, aber du siehst irgendwo immer, da ist die Hand vom liebenden Vater. Gott hat
Der liebende Vater hat seine Hand auf meinem Leben. Er schützt mich auch, er bewahrt mich auch vor Dingen. Und es macht richtig viel, wenn du das immer wieder auch bekennst, dass Gott dich liebt. Du wirst eine Offenbarung kriegen über das Wesen Gottes, über die Liebe Gottes. Denn Gott ist Liebe, das ist richtig powerful. Die zweite Proklamation, ich glaube und bekenne, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin, weil Jesus für mich zur Sünde wurde. Da heißt es mal in 2. Korinther, dem, der die Sünde nicht kannte. Jesus kannte die Sünde nicht. Sünde, Finsternis hat keinen Teil mit ihm gehabt. Er war komplett rein, komplett heil, total sinnlos. Er hat die Sünde gesehen bei den Menschen. In der Prostitution, bei den Zöllnern, überall hat er die Sünde gesehen. Aber er kannte die Sünde nicht. Und dann ist ein göttlicher Tausch passiert am Kreuz von Golgatha. Dann hat Jesus deine Sünde, meine Sünde, er hat alles auf Jesus gelegt, er die Sünde gar nicht kannte, damit du die Gerechtigkeit Gottes werden kannst. Dass du zur Gerechtigkeit Gottes werden kannst. Und ihr Lieben, Gott möchte, dass wir nicht eine Sündeerkenntnis ganze Zeit haben, dass wir uns nur auf unsere Sünde fokussieren, sondern dass du ein Gerechtigkeitsbewusstsein entwickelst, was das bedeutet, dass du zur Gerechtigkeit Gottes gemacht wurdest. Dass Jesus sich hat zur Sünde machen lassen und du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du wirst auch viel mehr Sieg über Sünde haben, wenn du weißt, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist in Christus. Und du wirst viel mehr Erfolg haben, auch wenn du weißt, was du wirklich, wer du wirklich bist. Das nächste ist, ich bin gesegnet mit allen Segnungen aus der Himmelswelt, weil Jesus für mich zum Fluch wurde. Müsst ihr euch mal vorstellen, es heißt, verflucht ist, was am Holz hängt. Dort vor 2000 Jahren auf Golgatha, eine Schädelstätte, dort hing er am Kreuz, am Holz und er wurde dort zum Fluch, damit du komplett ohne Fluch, fluchfrei, gesegnet mit allen Segnungen aus der Himmelswelt leben kannst. Hat Gott diesen göttlichen Tausch gemacht. Und wenn du das bekennst, glaubst und bekennst, dann hat es auch richtig Auswirkungen. Dann merkst du, wie das auch durchbricht in deinem Leben, wie das auf einmal auch richtig sichtbar wird. Können wir das mal proklamieren? Ich glaube und bekenne, dass ich gesegnet bin mit allen Segnungen aus der Himmelswelt, weil Jesus für mich zum Fluch wurde. Und da steht passe eulogia im Griechischen. Das bedeutet mit jeder Segnung, nicht mit dem Teil der Segnungen, sondern mit allen Segnungen, die Gott für dich hat, bist du gesegnet mit einer Segnung aus der Himmelswelt. Und wenn du das proklamierst, dann wirst du spüren und erleben, wie sich das auch in deinem Leben manifestiert. Der nächste Punkt. Ich glaube und bekenne, dass ich gesund bin an Seele und Leib, weil Jesus meine Krankheit getragen hat. Jesaja 53. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Die Strafe, die du verdient hast, die ich verdient habe, die wir alle, die ganze Welt verdient, die lag auf ihm, auf Jesus, dass du Friede haben kannst mit Gott, Friede haben kannst mit ihm, versöhnt sein kannst mit ihm. Und da heißt, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das heißt, es ist Vergangenheitsform. Damals auf Golgatha ist dir Heilung geworden. Ja, wieso sehe ich die Heilung nicht, du? Jetzt geht es darum, zu glauben und zu bekennen, dass sich diese Dinge auch in deinem Leben manifestieren. Und wenn du anfängst, sie zu glauben und zu bekennen, du wirst sehen, manche Dinge, die gehen ganz schnell, da kommen ganz schnell Durchbrüche und manche, da musst du richtig hartnäckig, da musst du auch dranbleiben, bis dieser Durchbruch kommt. Ich glaube und bekenne, dass ich komplett frei bin, weil Jesus meine Erlösung ist. Im 1. Korinther 1 ist mal der Vergleich zwischen der Weisheit der Welt und der Weisheit von Gott. Und dann heißt Jesus Christus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, zur Weisheit, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Das heißt, du bist erlöst durch Christus. Und wenn da noch Dinge sind in deinem Leben, die dich zurückhalten wollen, dann glaubend bekennt es. Und dann auf einmal bringt der Heilige Geist Dinge hoch, vielleicht von was weiß ich, und du bekennst es und du merkst, wie diese Ketten brechen. Und ich glaube auch, dass das heute hier passieren wird in diesem Raum. Gott hat ja im Vorfeld diese zwei Dinge gezeigt, mit diesen Schlössern, die aufgehen werden. Ich habe gesehen, dass ganz viele Schlösser aufgehen werden, dass du heute diesen Schlüssel kriegst und dass da Durchbrüche passieren, wenn du anfängst zu glauben und zu bekennen. Dann ich glaube und bekenne, nächste Folie bitte, dass ich Leben habe im Überfluss, weil Jesus sein Leben für mich gab. Können wir das mal proklamieren? Ich glaube und bekenne, dass ich Leben im Überfluss habe, weil Jesus sein Leben für mich gab. Also das heißt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, es im Überfluss haben, so zu leben, kompletter Überfluss. Er hat sein Leben gegeben, er hat sich daran nageln lassen an dieses Kreuz und hat sein Leben aufgegeben, hingegeben, damit du das wahre Leben haben kannst.
Und wenn du das anfängst, das zu proklamieren, wirst du auch sehen, wie sich da Türen öffnen, wie auf einmal Dinge passieren werden. Nächste Proklamation. Ich glaube und bekenne, dass Gutes und Barmherzigkeit mir folgen wird mein Leben lang. Dieser bekannte Vers von König David im Psalm 23. Andere Übersetzung heißt auch Güte und Gnade. Also in deinem Leben soll dir nicht Frust, Enttäuschung, Niederlage folgen, sondern Gnade und Güte und Liebe von Gott. Das ist Gottes Plan mit deinem Leben. Dann die nächste Proklamation. Gottes Schutz. Ich glaube und bekenne, dass Gottes Schutz mit mir und meiner Familie ist. Psalm 91. Da heißt es mal, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Wenn du bei der israelischen Armee, bei der IDF anfängst und diesen Eid leisten musst vor der Klagemauer und du kriegst dein Maschinengewehr und du kriegst deine Bibel, dann kriegst du auch einen Schal. Und auf diesem Schal ist auf Hebräisch Psalm 91 eingenäht. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und viele Leute fragen sich, warum da so viele Wunder passieren in Israel, bei den ganzen Schlachten, bei den ganzen Kriegen. Warum? Weil Gott, der Hüter Israels, er schläft und schlummert nicht. Amen. Und die gute Nachricht, er schläft und schlummert auch bei dir nicht. So ging es auch mal mir und meiner Frau. Wir sind einmal in den Urlaub gefahren zur Schwägerin in San Sebastian, Nordspanien, mit so einem alten Mercedes. Und was ich nicht gewusst habe, war, dass die Lenksäule angebrochen war. Und wir fahren einmal quer durch Frankreich durch und wieder zurück. Und als die Leute von der Werkstatt das gesehen haben, hat die bloß so gemacht. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich ist ein Engel mitgefahren auf der Motorhaube und hat die ganze Zeit diese Lenksäule zusammengehalten. Und eines Tages wirst du im Himmel erfahren, wo Gott dich geschützt hat. Und du hast es gar nicht geblickt, du hast es gar nicht mitgekriegt, dass hinter dir der größte Stein auf die Straße gefallen ist und du kurz vorher durchgelaufen bist. Warum? Seine Hand ist auf deinem Leben. Amen. Und sein Schutz ist auch mit dir. Die nächste Proklamation. Ich glaube und bekenne, dass ich fruchtbar bin und unsere Kinder gesegnet sein werden. Psalm 128. Deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock. Und dann gibt es ganz viele Verheißungen auch in den Psalmen, dass Gott Kinder liebt. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Leibsfrucht ist ein Geschenk. Und wenn heute hier irgendjemand ist, der Kind möchte und kein Kind kriegen kann, bitte kommt anschließend nach vorne. Wir wollen für euch beten. Wir haben das schon so oft erlebt, dass Paare keine Kinder kriegen konnten. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Aber Gott liebt Kinder. Amen. Und Gott will da auch Fruchtbarkeit schenken und Durchbruch schenken. Und da wollen wir auch für euch beten, dass das Haus immer voller wird. Genau. Das nächste, ich glaube und bekenne, dass ich meine persönlichen Grenzen überwinde, weil ich mit Gott über Mauern springen kann. Ihr Lieben, mit unserem Gott ist alles möglich. Mit ihm können wir über Mauern springen. Amen. Vielleicht hast du 50 Kilo Übergewicht und du hast schon 20 Diäten gemacht. Und du sagst, keine Chance, ich schaffe das nicht, ich komme nicht runter vom Gewicht. Und ihr Lieben, mit Gott kannst du über Mauern springen. Amen. Auch in solche Bereiche. Und du sollst das praktisch erleben, wenn du anfängst, vielleicht auch die Dinge zu nennen. Lieber Gott, mit dir kann ich über Mauern springen, auch meine persönlichen Grenzen. Oder vielleicht kannst du nicht vor Menschen reden. Und du sagst, ich muss einfach diese Grenze, du wirst erleben, wie Gott dich über, oder mit Sprachen, du wirst erleben, wie Gott dich über deine eigene Grenze hinweghebt. Wenn du einfach treu, einfach dabei bleibst, dich diese Proklamation zu machen, wie König David. Genau. Proklamationen, die dein Leben unendlich bereichern. Die letzte Folie. Ich glaube und bekenne, dass ich voller Weisheit bin, weil Jesus mir Weisheit schenkt. Und Jakobus heißt auch, wenn jemand Weisheit mangelt, der bittet darum und Gott gibt gerne, er gibt willig. Wenn du Weisheit brauchst für deinen Job, für deine Familie, Jesus nachzufolgen, für deinen Dienst, er liebt es, dir Weisheit zu schenken. Er ist die Weisheit in Personen. Die Weisheit wohnt ja in dir. Jesus wohnt ja in dir. Die Gerechtigkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes, die Weisheit Gottes wohnt ja alles schon in dir. Wenn du anfängst zu glauben, zu bekennen, wirst du merken, wie sich das auch manifestiert, wie du vor Problemen stehst. Und vor allem kommen Gedanken, wo du sagst, genial, der Gedanke kommt nicht von mir.
Das ist der Hammer. Was für Erlösung. Da wäre ich nie drauf gekommen. Dann kannst du sicher davon ausgehen, dass es Gott ist, wo der Heilige Geist auch zu dir spricht. Ich glaube und bekenne, dass wir viele echte Freunde und gute Verwandte haben, weil Jesus einsam wurde. Matthäus 27, da heißt es einmal, zur neunten Stunde, also um 3 Uhr nachmittags, 12 Uhr, sechste Stunde, über Jerusalem, der Himmel ist rabenschwarz geworden. Die ganze finstere Mächte sind auf Jesus drauf, habe ihn gequält. 3 Stunden später, auf einmal ist es vorbei, 3 Uhr mittags, neunte Stunde, und er sagt auf einmal, Eli, Eli, Lema Sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war ein Moment, das war das Schlimmste für ihn, wo Gott ihn verlassen musste, ganz kurz. Und da ist er total einsam geworden. Und Jesus wurde einsam, damit du Gemeinschaft haben kannst. Dass du eine Familie haben kannst, echte, richtig gute Freunde haben kannst. Und wenn du das anfängst zu proklamieren, da passieren auf einmal Hammer Dinge. Du erkennst auf einmal vielleicht, das sind meine wahren Freunde. Oder sagst, oh, die Leute, da müssen wir Abstand nehmen. Du merkst auf einmal, dass du Frieden schließen kannst mit deiner Schwiegermutter. Oder sonst irgendjemand von deiner Verwandtschaft, wo es immer Probleme gab. Und du merkst auf einmal, da kommen Beziehungen, werden heil. Du kriegst vielleicht sogar Familie dazu geschenkt, weil irgendein Kind heiratet. Du kommst mit einer anderen super Familie zusammen. Und Gott macht Großes, weil Gott will nicht, dass du einsam bist. Gott will, dass du Gemeinschaft hast. Gott will, dass du zur Familie Gottes gehörst und einfach auch selber privat Familie und Umfeld hast. Wie viele Singles haben wir auch und die Seelsorge, die da einfach drunter leiden unter dieser Einsamkeit oder all ältere Personen, die drunter leiden. Aber wenn du anfängst zu glauben und zu bekennen, dass Jesus einsam wurde, damit du Gemeinschaft, damit du Familie, du wirst merken, was für Durchbrüche kommen. Das ist erstaunlich. Ich habe es selber erlebt in meinem eigenen Leben. Wir glauben und bekennen, dass ich auch finanziell stark bin, weil Jesus einsam wurde. 2. Korinther 8. Jetzt sagst du mal, halte mal, da geht's reich wurde, heißt da geistlich reich, innerlich reich. Aber wenn du den Text genau liest, dann wirst du sehen, im Kontext geht es um die Geldsammlung für Jerusalem. Und wenn du ins Griechische reinguckst, dann merkst du, da heißt es Plusios. Und es bedeutet, dass dir es auch finanziell richtig gut geht, dass du finanziell stark bist. Wir haben hier in der Gemeinde nicht eine Theologie, das Wohlstandstheologie, Prosperity, also Rupi, dass bei dir kein Lamborghini und Ferrari vorm Haus steht. Mit deinem Glaube, du musst nochmal den Glaubensgrundkurs machen, Startup, okay? Fangst nochmal unten an. Wir haben keine Theologie der Armut, ich muss arm sein wie Kirchenmaus, alles herschenken, dann bin ich im Wille Gottes und dann bin ich auch nicht. Wir haben Theologie der Verwalterschaft. Gott vertraut dir viel an, er will, dass es dir finanziell richtig gut geht, materiell gut geht. Und was kann man machen mit Geld? Da kann man Segen sein für richtig viele Menschen. Ihr Lieben, Gott vertraut uns Dinge an, dass man Segen sind für andere. Dass wir uns Freunde machen mit dem ungerechten Mammon, dass wir das nutzen, einfach ein Segen zu sein in dieser Welt und was zu bewegen für Gott. Ja, können wir Jesus mal Applaus geben. Ich glaube und bekenne, dass ich einen Unterschied mache in dieser Welt als Salz und Licht. Matthäus 5, 13. Können wir das mal proklamieren? Ich glaube und bekenne, dass ich einen Unterschied mache in dieser Welt als Salz und Licht. Und die Bibel sagt, ihr seid das Salz der Licht. Seid das Salz der Erde, das Licht der Welt, Salz der Erde, genau. Gestern hatten wir eine Schatzsuche in Pforzheim. Und im Vorfeld... Und dann bittest du immer Gott, wem soll man heute begegnen, wen soll man ansprechen. Man spreche nicht jeden an, sondern nur die, wo der Heilige Geist. Und der Heilige Geist sagt zu mir, Papagei auf dem Kopf. Dann habe ich gedacht, in der Pforzheimer Fußgängerzone kenne ich nicht so viele mit dem Papagei auf dem Kopf. Also die müssen schon, die brauchen wirklich Gebet, die, wo mit dem Papagei auf dem Kopf laufen. Und wir sind dann dort und dann sagt die eine von mir, guck mal, da drüben ist dein Schatz. Ich dachte, was, echt? Sind wir hingelaufen? Jetzt war da ein kleiner Junge, der hatte Baseballmütze und lauter Papageien drauf gehabt. Da haben wir gewusst, okay, das ist unser Schatz. Und dann gehen wir zu dem Mann, zu dem Vater hin. Und der eine hatte große Leberfleck im Gesicht. Jetzt hat der hier einen riesen Leberfleck im Gesicht. Dann haben wir gesagt, Bingo, das sind unsere Schätze. Jetzt waren das Muslime, man konnte ihnen die Liebe Gottes weitergeben, das Evangelium weitergeben. Und sie segnen. Und dann sind wir weitergelaufen. Dann kommen wir zu einer Moschee. Und vor der Moschee sitzen zwei Muslime. Dann sind wir mit denen ins Gespräch gekommen, habe ihnen von Isa, dass Isa nicht nur der Prophet ist, sondern auch Gottes Sohn ist, habe ihnen das erklärt.
Und der eine hat einen bandagierten Arm gehabt. Ich habe gesagt, können wir beten für deinen Arm? Was hast du denn da? Er hat gesagt, der Arm ist nicht das Problem. Hier hockt das Problem. Meine Nase ist komplett zu, ich kriege fast keine Luft. Das ist irgendwie was, also kein Schnupfen, sondern irgendwas anderes. Er sagt, ja, dürfen wir für dich beten? Und ihr Lieben, Jesus liebt Muslime. Wir durften mit dem Beten, sofort war die Nase frei. Und hast du mal einen strahlenden, lachenden Muslim gesehen? Eigentlich hätte man ein Bild machen sollen gestern. Wenn der Geist der Depression, der Schwere, des Todes weggeht und die anfangen zu strahlen und zu lachen. Und Gott ist so gut. Amen. Er liebt jeden Menschen. Wir sind dann weitergelaufen und dann kam auf einmal so vier, es waren Rumänen, vier Rumänen. Und nochmal was, Gott liebt auch die Rumänen, stimmt's? Und dann sind wir da vorbeigelaufen und einer im Team, der hat die Gabe, wenn der an jemand vorbeigeht, dann spürt er den Schmerz dieser Person. Wir laufen an den Rumänen vorbei und er sagt, halt, wir müssen zurück, Knieschmerzen. Also einer von den Rumänen muss Knieschmerzen haben. Also wieder zurück, sind wir zurück, Scuse, vor beste Romaneste, Putzin, spreche ich sie wieder. Und dann haben die auf einmal angefangen mit Rumänisch. Und hat einer von euch Knieschmerzen? Wir sind Christen, wir glauben an Heilung. Und dann gingen die Hände hoch. Der erste, ja, da Knie und so weiter. Und der andere Nervenschmerzen, hier am Bein und so weiter. Dürften wir denen dienen. Und auch sofortige Heilung. Ich weiß von einem Mann in Amerika, der hat auch diese Gabe, dass er spürt den Schmerz der anderen Person. Und er lief mal durch ein Krankenhaus durch. Und dann ging es nur so. Also das ist dann der Nachteil dieser Gabe. Aber Gott ist gut. Amen. Und die Bibel sagt, geht hin, man solle für die Kranke beten, man solle Dämonen austreiben, man solle die Toten auferwecken. Wenn man fragt, wer hat schon Tote auferweckt hier? Ein bekannter afrikanischer Evangelist hat gesagt, warum erlebt ihr so wenige Todeauferweckungen in Deutschland? Ganz einfach, weil er so wenig für die Tote betet. Das stimmt. Ich durfte es mal erleben, dass ich mir auch gebeten wurde, für den Tote zu beten. Und wir gingen da rein. Das war wie so eine Art Grotte. Also schon ganz gruselig von der Räumlichkeit. Dann haben sie nur die Tür hinter uns zugemacht. War alles im Halbschatten. Und dann lag der da. Und er war auch schon ein paar Tage tot. Die Fingernägel sind noch rausgewachsen. Und ich habe dann auch den Körper und so. Und dann haben wir gedacht, jetzt beten wir, dann haben wir die Hände aufgelegt, haben gebetet. Und ich habe gedacht, wenn der jetzt die Augen aufmacht und nach oben schnalzt, dann falle ich vor Schreck tot um. Aber dann hätte ja die andere für mich beten können wieder. Gott ist gut. Amen. Und noch das letzte Bekenntnis. Ich glaube und bekenne, dass mein Leben und Dienst große Frucht für die Ewigkeit wirkt. Die ewig bleibt. Und Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht für alle Ewigkeit bleibt. Und das ist Gottes Plan mit uns. Amen. Ich darf das Lobpreisteam bitten, dass ihr schon nach oben kommt. Und ich möchte jetzt einfach auch noch ein Fazit machen von diesen Proklamationen. Und genau, unser Fazit: Nutzt doch diese Kraft der Proklamation für dein Leben. Heute Morgen hat mich einer gefragt, ja, wie oft soll ich proklamieren? 10 Mal am Tag. Dann habe ich gesagt, proklamier es doch einmal. Lass Gott dir die Bibelstelle geben von Gott und dann proklamierst du diese Dinge, vielleicht auch ein Teil von diesen Proklamationen. Proklamier es über dein Leben. Mach es einmal im Tag, einmal mit der Familie. Nutzt die Kraft der Proklamation. Jede Proklamation über deinem Leben, die nicht von Gott ist, die soll auch hier im Raum gebrochen sein. Amen. Das werden wir jetzt gleich machen und ihr werdet merken, wie der Heilige Geist auf euch kommen wird. Wie Dinge, die andere Menschen über euch ausgesprochen haben, proklamiert haben, vielleicht sogar, wo du noch im Leib von deiner Mama warst, wo schon negative Dinge über dich ausgesprochen haben, das wird heute Vormittag alles gebrochen. Glauben, gehorche Gottes Wort und höre nicht auf zu proklamieren. Wenn du weißt, du hast 50 Kilo Übergewicht, wenn du weißt, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, reicht es natürlich nicht nur zu proklamieren und sagen, Gott hilf mir über meine persönliche Grenze
zu springen, zu überwinden. Mit dir kann ich über Mauern springen. Aber du bist nicht bereit, deine 5 Chips-Tüten am Abend, deine 3 Snickers, deine 2 Langnese, deine M&M, dein Teller Pommes frites. Und du bist nicht bereit, es loszulassen. Dann kannst du noch und nöcher proklamieren, du wirst immer schön kräftig bleiben. Aber gehorche, glaub und gehorche Gottes Wort und hör nicht auf zu proklamieren. Du wirst merken, manche Durchbrüche kommen sofort und manche, da wird dauert eine Weile. Aber dann kommen mächtige Durchbrüche. Und das, was wir dürfen als Kinder Gottes, stell dich auf den Sieg Jesu. Proklamiere die Verheißung Gottes. Hol sie aus dem Unsichtbaren in dein Leben, weil sie sind unendlich bereichernd. Lieben, und wenn du kannst es nur machen, wenn Jesus in deinem Herzen wohnt. Nur dann hast du die Autorität, diese Proklamation auszusprechen, und dann habe sie auch nur diese Auswirkung. Deswegen geben wir noch auch die Möglichkeit, dass du Jesus heute als deinen besten Retter, deinen Freund, deinen besten Freund und Herr empfangen kannst. Aber lass uns alle zusammen aufstehen.